Momente. Mit dem offiziellen Festsong der schwitzenden Fische haben die Organisatoren ihre Gäste beim diesjährigen Hafenfest begrüßt, dem nunmehr 6. am Senftenberger See. Rund 30.000 Besucher zog es am Wochenende wieder in die Kreisstadt. Besucher aus nah und fern, einige von ihnen extra angereist wegen des Hafenfestes. Also Wiederholungstäter, warst du schön in den letzten Jahren? Ja. Was ist das Beste heute mal? Ja, wir sind ja gerade gekommen. Ja, alles. Die Leute, Buden, Musik, alles gut. Danke. Das Wetter. Wetter. Wetter, immer super. Ja. Wir kommen westlich von Hamburg aus Tornesch. Wir machen Urlaub hier, es ist unser letzter Tag. Und wie ist sie so, die Gegend, die Lausitz? Die Lausitz ist wunderschön, der Spreewald ist wunderschön und hier gefällt es uns auch. Es ist nicht ganz so heiß heute, alles wunderbar. Sie werden wiederkommen? Ganz bestimmt, mit der ganzen Familie. It's a nice place? Yeah, we really appreciate it. It's very good. I like the party here, it's very nice. Wo kommen Sie her? Von Radeberg. Extra für das Hafenfest? Nein, wir haben hier in der Nähe ein Grundstück und da machen wir jetzt einen Abstecher hierher. Aber es ist nicht Ihr erstes Hafenfest? Nein. Wie waren die anderen so? Was ist das Besondere am Senftenberger Hafenfest? Ach, das ganze Flöten hier. Das ist einfach schön und die vielen Menschen. Und das freut uns, dass das so angenommen wird. Und Sie machen durch bis morgen früh? So ungefähr. Wir sind dabei. Das ist das vierte Mal hier. Und es ist immer sehr interessant an das Feuerwerk zum Beispiel abend oder die ganze Show. Toll. Und das Ambiente sowieso. Ringsrum Wasser, bei dem Wetter. Was will man mehr? Jede Menge Musik, feinstes Sommerwetter und zahlreiche Mitmachaktionen sorgten für gute Laune und Unterhaltung und bescherten auch dem Senftenberger Stadtoberhaupt ein entspanntes Wochenende. Ja, ich freue mich, dass das so gut eingeschlagen hat und dass die Senftenbergerinnen und Senftenberger, aber auch die Gäste natürlich kommen und es einfach genießen, hier die Tage am Senftenberger Hafen bei guter Musik, toller Musik, Feuerwerk, andere Attraktionen, aber natürlich das Schönste ist, miteinander ins Gespräch kommen und die Seele baumeln lassen. Für Action auf dem Wasser und staunende Gesichter sorgten diese zwei mit ihren waghalsigen Stunts an der Hafenkante. Dazu braucht es nicht nur Mut, auch jahrelanges Training. Das weiß der Belgier Niels Willems nur zu gut. Er steht von Kindesbeinen an auf dem Jetski. It's crazy. Ein Sport, called Freestyle Jetskiing. In Deutschland Mark Sickerling was ein großes Idol für mich. Aber now it's for the younger guys. Wie lange trainieren Sie dafür? Trainieren für Backflips 11 Jahre. 11 Jahre, ja. Ich startet mit deinem Sport am 11, when I was 11 years old. Und now I'm 22, so. Ist es ein Job? Ja, das ist ein professioneller Job. Aber ich arbeite auch als Jetski-Instructor. But for now it's dein Job, ja. Nach Senftenberg geht's wohin? 25 August. It's deine nächste Auftreten. Holland. Ja. Und auch dort wird er seine Zuschauer begeistern. Zwei Tage lang sorgte das Hafenfest für entspannte Gesichter weit und breit und machte Lust auf mehr.
Die Kreisstädter haben wieder einmal gezeigt, dass sie gute Gastgeber sind.